gibt's denn hier Schönes? Hoffentlich wird mein Vogel nicht gleich direkt mit abgeschossen. Ja, komm. So. Waren wir? Ich glaube, wir waren hier schon. Na klar, hier haben wir doch hier Dings gekillt. Ja, wie heißt der? Agul. Agul. Agul oder so. 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 Ach Mensch, also haben wir ja schon. Und noch? Wo denn noch? Aha. Hallöchen. Da ist noch einer. Oh, da versteckt sich noch einer. Oh, hier versteckt sich noch einer. Haben wir jetzt alle? Nee, anscheinend noch nicht. Junge, hier ist ja was los hier. Aha. Das müssten wir aber eigentlich alle markiert haben, oder? Eigentlich. Doch, ich glaube schon. Ja, sieht so aus. Gut. Erneut besiegt. Erfreut euch an der raschen Antwort des Kalifen. An ja, ja. Verzeihung. Oh Gott. Schön Teppiche. Hier war irgendwo ein Händler. Da bin ich hin. Na hier. So. Gehen wir mal fix hin. Händler? Ach da. Wunderschönen guten Tag. Sei gegrüßt. Willkommen, willkommen. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dich nur um. Man so, weiß nie, wenn man sie brauchen kann. Ja. Vorzügliche Wahl. Das sehe ich ganz genauso. Damit kann man seine Ausrüstung verstärken. Mhm. So. Lass mal gucken, was wir verkaufen können. So. So. Mhm. Sieht doch ganz das gut aus. Das rechte Handwerkszeug. Mhm. Was habe ich denn? Ist dir nach einer Verbesserung deiner Ausrüstung? Davon könnte ich noch ein paar gebrauchen. Nun gut. Ja, nehme ich. Oh, nehmen wir auch nochmal mit. So, das reicht erstmal. Ist das alles? Jo, erstmal. Ich sollte mal weiter. Mach's gut, Sahib. Jo, danke, danke. Möchte alle Händler daran erinnern, dass alle Gefäße und ihre Inhalte. So, die haben wir noch ein schönes Spiel. Wir gucken mal. Hallo Esel. Schön, dich zu sehen. Sei willkommen, Said. Sag mal. Was hast du da? Sieh dir meine Auslage an. Mach ich doch gleich. Ich kann deine Klinge verbessern. Abgemacht. Sehr schön. Haben wir das nächste Messerchen fertig. Oder Schwert, besser gesagt. Ja, brauchst du etwas Spitzeres? Ja, ja, das hätte ich noch gern. Vielen Dank. So. Vielleicht sollte er mal neu geschliffen werden. Ja, ja, ich hab ein Händchen für scharfe Dinge. Das glaube ich dir gern, aber ich muss erst mal. Hast du, was du brauchst? Ja, hab was bald. Ich gehe dann mal. Für die Rüstung haben wir ja weiter nichts. Da brauchen wir ja eigentlich gar nicht gucken, weil da fehlt uns ja eh noch das Gedöns hier. So. Den könnte ich. Damit könnte ich mich reinschleichen. Wäre auch eine Variante. Niemanden töten. Ach, ich darf keinen töten. Das ist doch. Okay, wir versuchen es doch mit denen. Ja, geht doch mal an die Seite. Kannst du sie ablenken? Jawohl. Dankeschön. Das ist sehr nett. Ob wir das jetzt hinbekommen, das weiß ich jetzt echt nicht.
ist dieser hässliche, doppelzüngige Hund? Er versteckt sich irgendwo. Was? Wo ist denn der? Was meinst du? Hatte dieser Ali mit Yahya zusammen, meine Mann? Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, oje, oje. Ob ich das hinkriege mit keinem Töten, ich weiß ja nicht. Scheiße, ist das gerade laut hier. Junge, Junge. Wo ist er denn? Klingt, als sollte ich da mal nachsehen. Wo denn? Ach, da. Oh. Oh, shit. Wenn ich mich jetzt hier so, genau. Okay. Na komm, 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 komm. Was ist das? Bleib ganz ruhig. Ich bin ein Freund von Ali. Hol mich auf diesen Kuh. Ich steck fest. Nicht jetzt. Hol mich auf diesen Kuh. Ich steck fest. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einfach kann, mein Freund. Bist du verletzt? Ja, meine Beine. Ich kann nicht laufen. Na toll. Dann trage ich dich. Unsere Gegner sind sehr gefährliche Leute. Ich hatte ja keine Ahnung. Ali wird sicherlich hören wollen, was du in Erfahrung gebracht hast. Ja toll, das fällt ja überhaupt nicht auf. Scheiße. Jetzt kann ich mich auch nicht hier verstecken, ne? Die Gewürze heißt, in diesem Topf. Sie haben mir in der Nase gekribbelt. Da sind die Händler. Einen Moment. Nein, nein, nein. Hör zu. Hey. Oh, jetzt hab ich weggeworfen. Einfach weitermachen. Ich kann ihn nicht tragen. Oh oh, ich glaube, wir rennen einfach mal. Oh Gott, wir rennen. Ja, ich kann nicht wegrennen. Hallo. Das Vergnügen lag ganz bei. Okay, scheiß drauf, es wird nicht. Das war unnötiges Blutvergießen. Ach, wirklich? Flüger kämpfen. Sterb schon! Warte mal. So. Ich scheitere nicht. Genau, Missgeburt. Du wirst leiden! So, schnauze voll. Hilfe! Hilfe! Nein! Oh, jetzt kommt noch so ein Großer. Oh, Hilfe! Hoppala! Bleib mir vom Leib! Aua! Hoppala! Jetzt machst du dir ins Hemd, hä? Bisschen. Bin schon das. Aua! Ey, der Große macht einen wahnsinnig. Ich bin doch kein. Oh, Gott sei Dank, hat noch geklappt. Komm schon! Aufpassen! Ja, ich kann ja nicht ausweichen, wenn er noch in der Animation ist. So. Okay. Moin, mein Freund. Ruf die Wachen! Hier! Nee, lass mal. Jetzt kann ich dir auch nicht mehr. Ach komm. Ach wirklich, haben die das? Ein verdächtiges Geräusch gehört. Massenschlacht. Naja, passiert. Na komm her. Ich wusste, dass ich das nicht hinkriege. Danke. Du kannst jetzt gehen. Ich komm schon zurecht. Jetzt auf einmal kannst du laufen. Warum bist du nicht gleich mitgelaufen? Hätten wir uns vielleicht rausschleichen können, du kleiner. Ah! So ein kleines, freches Rotzgör, echt.
Oh, das ärgert mich. Dann auf einmal kann er laufen. Wahnsinn. Warte mal, ich will an den Busch. Da gibt's was zu schlabbern. Was Leckeres. So. Ja. Und hör doch auf, Kollege. Hör doch auf. So. Gibt's hier irgendwo noch was zu schlabbern? Rein zufällig. Ich würde. Da gibt's noch was zu schlabbern. Das ist doch schön. So. Ja, ja, geh mal ganz dringend woanders hin. Das kenne ich. Wenn es drückt, dann muss es raus. Ich habe doch nur was gegessen. Darf ich nicht essen? Ach so, das ist, weil ich gesucht werde. Ach so. Stimmt, jawohl. Ist ein schicker Sattel. Wo war denn? Hier war doch irgendwo so ein Dude hier. Irgendwo war doch hier mal so ein Dude. Da ist ein Zettel. Das würde ich auch nehmen. Bin ich sofort dabei. Ich mach's lieber gleich weg, weil du greifst mich sowieso an. Hallo. Oh. Der Zettel ist wohl da drin irgendwo. Ja. Komm, wir gehen zu dem. Geben wir ihm so ein Münzchen, eine schöne Münze in der Hand und dann klappt das. Hallo. Oh Gott, was habe ich getan? Hilfe! So viel zum Versteckbleiben. Die Gerüchte meiner Schurkentaten sind maßlos übertrieben. Echt mal? Bringst du jene zum Schweigen, die mich verleumden? Ich war's gar nicht. Alter, die Kuh. Neuer Anschuldigungen der Bestechlichkeit. So, hier war auch irgendwo noch. Ich würde das gern wieder auffüllen, was ich hier so alles verballert habe. So, da ist Hallo. Er. Schön, dich zu sehen. Ja, das finde ich auch. Schauen wir mal, was du hast. Bitte. Sei mein Gast. Das ist aber lieb von dir, wirklich. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Danke. Ja. Willst du deine Ausrüstung verfeinern? So? Wie? Drei Stück? Hab ich verbraten. Ach komm. Sehr gut, Sayid. Sonst nichts? Nee, das war's erstmal. Ich muss aufbrechen. Bis demnächst. Das ist aber super. So, das hätten wir geschafft. Gibt es jetzt mittlerweile neue Aufträge? Oh, mir ist ein bisschen kalt gerade. Entschuldigung, ich sitze hier schon mit einer schönen Wolldecke auf dem Stuhl. Weil mir jetzt zur Zeit immer so kalt ist. So. Tut mir echt leid. So, wo war denn das mit den... mit den zwei Kisten, die noch hier. Ne, es ist ja eine Kiste nur und ein Rätsel. Auch nicht schlimm, nehmen wir auch. So. Gibt's hier in der Nähe ein Schnellreisedingens? Gut, hier könnte ich hinreisen. Dann könnte ich da hinlaufen. Findet ihr uns Mitglieder? Boah, frisch, Deutschland. Wir können es ja zumindest schon mal anfangen. Wo muss ich denn? Wo bin ich denn? Da. Ah, hier. Yeah. Guck mal an, schau. Ich hätte gerne diese Kiste und dieses Rätsel. Und da reisen wir jetzt hin. Aber vorher nochmal speichern. Schön speichern. Hier. So. Speichern ist immer ganz doll, ganz, ganz doll wichtig. So, auf geht's. So. Das haben wir ja schon. Guten Tag. So, ich hätte gern diese Kiste dort. Geh auf Erkundungsflug. Na? Aha. Die Riemen jucken. Was? Die Riemen jucken? Ekelhaft. Das ist ja grausam. So. Leihe mir deine Augen. Ran. Und hoffen mal, dass mein Vogel nicht gleich wieder abgeschossen wird. Dass ich eh so ein paar... Loots hier vorher markieren kann.
Ja. So. Bam, bam. Bam, 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 bam. Okay. Da sind noch welche. Eieiei. Naja, so viele sind ja nicht, ne? Das geht ja alles noch. Das ist ein Schlüssel. Den markieren wir uns mal, den werden wir bestimmt dann noch brauchen. Ja, irgendwo sind da noch ein paar. Okay. Eieiei. Das kann ja was werden. So. Ja. Ich bin zwar am Zweifeln, dass das hier alles dazugehört, aber... Die Markierung schadet ja nicht. Alter. Das ist ja... Es hört ja gar nicht mehr auf hier. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Was? Da hinten? Das interessiert mich doch nicht, wer da hinten rum war. Ich will das hier. Hier ist noch irgendwo einer. Aha. Okay. Okay. Ein paar Dudes sind's wohl. Da schwirrt noch einer rum. Wo denn noch? Wieder außerhalb? Nee, doch. Ah. Okay. Was? Ach, das... Na gut. Die da hinten sollen mich nicht weiter interessieren. Ich denke mal, dass ich jetzt alles habe. Ich hoffe es. Gut. Dann wollen wir uns mal hier ein bisschen amüsieren. Oh, hier komme ich gar nicht rein. Ah, das ist doof. Oh, Oi. Bleib mal ganz unruhig, mein Freund. Bleib mal ganz unruhig. Junge, Junge. Und du kommst mal her. Ich bin ohnehin immer wachsam. Ja, ja, bist du immer. Hallo, ich bin hier hin. Ich bin hier. War immerhin aufregend. Ah, das ist schön. War immerhin aufregend. Dann komm doch mal her. Willst du denn immer hin? Achtung! Jemand ist da, wo er nicht zu suchen hat. Ja, dann komm doch auch mal her. Was ist denn los mit dir? Kommst du? Ist der nicht. Okay. Man schneller als du. Dann halt so. Ich könnte den! Nein, machst du nicht. Das ist geschehen. Gut. Wir können erstmal hier alle ein bisschen an der Uhr drehen. Jetzt versuchen wir das direkt mal. Jetzt haben sie sich da gerade so schön versammelt. Hä? Ah doch, jetzt. So. Ich finde das toll mit dem Waffen. Ich finde das wirklich toll. Sehe ich ähnlich. Und dich treffe ich jetzt nicht. Warte doch. Ah, jetzt bewegt er sich. Das ist doof. Ach, da ist ja auch noch einer. Komm schon. Hoppala. Weg. Komm her, komm. Also gut. Moment. Wo bist du? Komm her. Hallo. Okay.
Kann ich. Oh. Er fällt einfach um. Auch nicht schlecht. So, könnt ihr auch noch ein bisschen spielen? Was ist los? Komm, raste mal aus. Sie versucht den Großen noch zu treffen. Oh shit, das war der Ding. Ja, ruf mal Unterstützung, komm. Okay. Das hat irgendwie keinen interessiert, was du da gemacht hast. Niemand. Entschuldigung, meine Nase schlieft. Komm her, mein Schatz. Komm her. Oh. Hier, kommt doch mal her. Guck doch mal. Hallo, mein Freund. So. Okay. So, wen haben wir denn hier noch? Da läuft der Große noch rum. Da hinten steht einer. Okay, 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 okay. So, ein Momentchen. Den holen wir mal schnell. Den snacken wir uns mal schnell weg. Einfach damit hier die Bahn schön frei ist. Keiner hier auf doofe Gedanken kommt. So, mal gucken, ob ich den von hier aus... Nee, warte. So. Gehe Gut. in Frieden. Genau. Geh erstmal in Frieden. Da ist irgendwo die Kiste. Die will ich haben. Die will ich haben. Wie komme ich da rein? Sie vertrauen mir den Schlüssel zu Ihrem Privatraum an. Das ist doch was, oder? Das stimmt. Das ist schon mal interessant, dass du einen Schlüssel hast. Aha. Das ist schön. Das hätten wir schon mal. So, mein Freund. Du bist der mit dem Schlüssel, also bist du der Nächste. Ich hol mal aussichtshalber mal weg. Du könntest ja trotzdem eine Petze werden. Man weiß ja nicht. So. Gucken wir mal. Er hat den Schlüssel. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber für irgendwas wird es wichtig sein. Wo ist er hin? Da hinten? Okay. Oh shit! Du bist tot! Ach Mann. Hat keiner gehört. Ich hoffe es jedenfalls, dass das keiner gehört hat. Habe ich den Schlüssel jetzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, hier liegt er. So, Schlüssel zum Raum des Befehlshabers. Alles klar. Alles klar. Auf der anderen Seite ist dann irgendwo noch dieses... Hoppala, dieses Rätsel. Was sehen? Wie wär's, wenn du gerade hochgehst? Nicht? Was sehen? Wieso machst du das jetzt so schräg? Was stimmt denn mit dir nicht? So muss man hier. Das muss ich nicht verstehen. So. Augenblick! Morgen! So. Der wäre auch schon mal weg. Oh, das Rätsel ist da drüben. Oh, shit! Her, du Hund! Hab dich ja gar nicht gesehen, du. Mach doch nicht easen. Mach doch nicht easen. So, da gibt's auch eine schöne Auffüllkiste. Die hätte ich auch ganz gern. Okay. 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 Okay, komm mal her, mein Freund. Warte! Ah, nein. Du siehst doch gar nichts. Oh, ich sollte mich aber trotzdem ducken. Das wäre schon nicht schlecht. Okay, der will hier um die Ecke. Da krabbeln wir doch mal ein bisschen hinterher.
Bleib mal stehen. Oh Gott, was da passiert? Ah, schön. So. Dann haben wir da hinten noch einen. Gerade die, die weit oben stehen, sind immer die, die einen zuerst sehen und einen zuerst verpetzen. So. Hoppala. So. Kann ich auf die beiden eine Bombe werfen? Nee, da stehen die jetzt so doof da, ne? Funktioniert also nicht. Oder? Wenn ich das hier so hinschmeiße, dass die das abkriegen? Jo, funktioniert. Das funktioniert also. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch bewachen. Also echt, das ist ja frech. Das ist wirklich frech. Muss man ja auch noch was tun hier. Was soll das? Okay. So, ihr Hübschen. Wollt ihr noch ein bisschen Rambo tanzen? Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal irgendwo stehen. Du machst einen fertig, Digga. Echt. Gut. Hallo? Ach. Das ist doch zu weit weg. Bleib doch mal. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Hoppala. Kannst du jetzt mal bitte stehen bleiben? Danke. Gut, nichts passiert. Gott sei Dank. Jetzt aber doch. So, jetzt kann er sich ein bisschen kloppen. Mit seinen Kollegen. Ja, mach das mal. So kann man mehrere auf einmal loswerden. Das finde ich richtig nice. Finde ich richtig nice. Ich habe nur leider nicht mehr allzu viel. Oh, scheiße. Ah, daneben. Ah, jetzt zappen die Schippe da. Na gut, komm. Ist erstmal egal. So. Voila. Oh. Ich habe zu spät gedrückt. Schade. Na egal. Oh, da ist ja auch einer. Da ist ja auch noch ein Kollege. Essen ist voll. Bevor er sich umdreht. Entschuldigung. Was? Oh. Wenn ich dich finde, blutest du. Okay. Dann geh mal gucken, wer, was da los ist. Ups. So. Der ist auch schon mal weg. Weg, weg, weg. Baby weg und Gaby ganz weg. So, hier haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Das ist immer gut. So, eigentlich müsste ich da hinten das Rätsel mir noch holen, aber ich will erstmal hier schön aufräumen, so gut es geht. Na, schmeckt's? Guten Appetit. So. Okay. Ich hole da hinten noch schnell das Rätsel. Und dann versuche ich mal möglichst die Aufgabe hier noch anzufangen. Also die Hauptquest. Morgen! So. Da haben wir's doch. Sehr schön. Haben wir das auf der Region auch schon vollständig. So schnell geht's. So schnell geht's. Da unten ist noch so eine Ausrüstungstruhe. Die nehmen wir noch schnell mit. Ja, damit. So, dann wollen wir mal. Oh, hier gibt's noch was. Sicherheitsmaßnahmen des Raums. Der Befehlshaber wurden erhöht. Dabei wurden auch neue Schlösser an die Türen angebracht. Vorsichtshalber erhältst du einen Schlüssel. Ah, so, das haben wir ja schon. So. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an.
Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige Elmer Dichwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich, aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte, wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Oh, Scheiße. Oh, oh. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens Elmar Dichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Hier komme ich nicht raus. Das war so klar. Wo man reinkommt, kommt man nicht raus. Ja, komm her zu mir. Komm her zu mir. So. Oh, Kacke. Hab ich den. Ja, so viel Zeit muss sein. Okay, alles klar. Oh, Kacke. Ja, ich blute dann gleich. So, jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Aber ich will diese Kiste. Ah, scheiß auf die Kiste. Scheiß auf die Kiste. Hey, wie komme ich denn hier raus? Hallo? Ist die Tür jetzt doch wieder offen? Weil er die jetzt aufgebrochen hat? Hä? Okay. Hallo? Darf ich bitte gehen? Darf ich gehen? Hallo? Hilfe? Ich bin eingesperrt. Hallo? Hallo? Ich glaube. Moment. Ich glaube, ich werde mal kurz nachschauen. Einen Moment. Einen Moment. Das finden wir noch raus. Ja, ich soll auf den gleichen Weg raus, wie ich reingekommen bin. Durch die Tür. Aber durch die Tür komme ich nicht. Ich komme nicht durch die Tür. Ich bin doch durch ein... Uiuiuiui. Speichern kann ich jetzt natürlich nicht, ne, weil... Oder? Doch, ich kann speichern. Wir machen das mal. Ja. Ansonsten, so habe ich wenigstens nur maximal eine halbe Stunde, die ich dann nochmal... Was war das? Manuell gespeichert, genau. Wir laden das Manuelle, denn dann haben wir notfalls haben wir hier das noch. 7.38 Uhr, genau. Wir haben es jetzt 7.44 Uhr. Wir laden es einfach nochmal neu. Ja. Ich soll auf dieselbe Art und Weise flüchten wie ich. Gleich verstummst du. Hast du das gehört? Da ist er! Yes. Haltet!
Tür ist. Ach. Okay, lass mich raus. Ich war lang genug eingesperrt. Lass mich. Bitte lass mich. Luda, halt! Wer uns angreift, erlebt sein blaues. Hey, Luda! Oh, diesmal läuft ja gut. Was ist denn los hier? So, gibt's hier noch was zum Sammeln, bevor ich abhau? Ach, Quatsch. Stimmt da gar nicht. Okay. So, wir hauen mal ab. Ich bin wieder in Sicherheit. Na, Gott sei Dank. Ich sollte zurück zu Fulad. Junge, das war aber jetzt auch ein Krampf. Junge, Junge. Das war ja jetzt grausam. Hey, das ist klar genug. Ja, Entschuldigung, ich bin ja schon weg. Alter, hier steht ja noch mehr. Alter, was ist denn hier los? Ich weiß. Ich möchte nur ein Zettelchen haben. Darf ich irgendwo ein Zettelchen haben? Oh, Händler. Händler ist natürlich auch gut. So, wir füllen nochmal alles auf. So. Frag mich nicht, wieso das eben nicht ging. Es war wieder so ein ganz toller Bug. Aber gut, wenigstens konnten wir es diesmal einfach mal schnell neu laden. Das ist ja dann das kleinere Übel, wenn es damit dann wenigstens gefixt werden kann. Gut, dass ich speichern konnte, obwohl ich in der roten Zone war. Normalerweise geht das eigentlich nicht. Das wundert mich sowieso. Aber gut. Frieden, Sadiq. Sei willkommen. Das ist aber lieb. So, ich müsste mal wieder aufhören. Was gibt es heute bei dir? Hier ist, was ich habe. So, was habe ich denn überhaupt? Na gut, nicht sehr viel. Aber besser wie nix. Besser wie nix, würde ich sagen. So. So. Die dürfen dir auch nicht ausgehen. Das stimmt. Dürfen sie echt nicht. Die sind wichtig geworden für mich. Verkauft. Die sind wirklich sehr, sehr wichtig geworden. Gerade die Rauchbombe. Ich liebe diese Rauchbombe. War's das fürs Erste? Ja, erstmal war's das. Dankeschön. Auf ein andermal. Leb wohl. So. Jetzt hätte ich aber gerne Zettelchen. Ja, guten Händen. Ups. Nein. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte doch hier drauf rumbalancieren und so. So. Ich wollte nur einmal cool wirken. Nur ein einziges Mal. Okay. So. Fulad, mein Freund, du hast nicht zufällig irgendwo einen Zettel gesehen, oder? Bevor wir hier mal zu ihm reinschnappern. Sich besser an ihre Umgebung anzupassen. Ein Vortrag findet am morgigen Abend vor seiner Türe statt. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Ach komm, scheiß drauf. Geschätzte hier habe ich noch Besucher Bagdads. 19. Dürstet nicht hoch es genug. Euch nach Wissen? Ah, schade. Hungert ihr nach Entdeckungen? Na gut, dann, sucht unbedingt gehen wir einfach mal rein. Der Weisheit vielleicht auf. Sind doch deswegen jetzt auch noch keine Zettel da. Weil es halt noch nicht hoch genug ist. Kann ja sein. Kann ja sein. So, Verzeihung, dürfte ich mal. Entschuldigung. Ich bin schon wieder falsch hier, oder? Kann das sein? Ach, Fulad. Fulad, mein Freund. Musst du dich immer so verstecken. So. Hallöchen, da bin ich. Gehst du mal? Okay. So. Haben wir alles. Sehr schön. Dann wollen wir mal eine Runde schnattern. Gut, da bist du ja. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und Elaeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden.
Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Oh, du je. Kann ich einen nach dem anderen nehmen, oder? Der Mann namens Aroch wurde von seinem Gefährten Jasur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jasur, ja. Das muss der arabische Stratege Jasur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jasur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Ah, okay, ich kann alle nehmen, das ist gut. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Okay. Und ihr Anführer El-Mardichwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ach so, eine, davon habe ich noch jetzt. Ich finde Jasur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ein Schlüssel. Es muss eine passende Tür geben. Es? Wie kommt denn jetzt auf den Schlüssel? Was denn für ein Schlüssel? Ist das der Schlüssel, den er meint, den wir vor ungefähr 20 Minuten eingesammelt haben? Ich sollte später wiederkommen. Ah, schade. Kein. Noch kein Dings gefunden. Kein Dings. Kein Auftrag. So. Ein neuer Auftrag. Gut. Eieiei, haben wir ja jetzt zu tun, ne? Gucken wir mal kurz rein. Ach du Heiliger. Okay. Ja. Eieieiei. Gut. Das gehört anscheinend auch irgendwie zusammen. Na gut, was machen wir denn als erstes? Als erstes gucke ich mal ins Inventar. Weiß sowieso, ich glaube, ich muss auch die Aufnahme langsam beenden. Was ist das von vorhin? Da ist nichts Neues dabei. Ein Verbesserungsplan. Hier die Pinomontur, das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Hier muss irgendwo noch was sein. Ach, hier. Ach so, das Rätsel. Ach, ich weiß noch nicht, ob ich die Rätsel mache. Bin ich mir echt noch nicht schlüssig. Weiß ich wirklich noch nicht. So, hier brauche ich 4. Notfall zielen. Geht ja noch gar nicht, weil ich müsste vorher das machen. Ich weiß nicht, ich würde schon gern darauf hinaussparen, ehrlich gesagt. Komm, wir warten damit auch noch ein bisschen. Damit warten wir wirklich noch ein bisschen. So. Ja, genau so ist es nämlich und nicht anders. Ach Mensch, Ali, bist du wieder da? Wie lief's? Möchtest du nicht? Was gibt's da oben? Was ist da? Was ist denn da? Willst du mir was ins Ohr flüstern? Nein? Okay, dann nicht. Ist in Ordnung.
Hier habe ich ja schon alles, was wir machen können. Gut, sind wir hier schon fertig. So. Kann mich hier jemand sehen? Ich weiß nicht. Oh. Hallöchen, junge Dame. Die ihre Herren und Pflichten verraten haben. Die Spitzel nehmen Berichten über jene Entgegen. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, was ich gesammelt habe. Ich war so vertieft in den Band. Moment, was? ich sag lieber nichts mehr. So, gibt's hier noch irgendwo einen mit einem schönen Täschchen? So, gut. Ja, gut. Ja, schaden kann's nicht. Oh. Das. Achso, das ist die Verbesserung, die gemeint war. Das ist okay. Kann man machen. Kann man durchaus machen. So, was wir als nächstes machen werden, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also, welche Nachforschung wir zuerst angehen. Das werde ich mir aber bis dahin noch überlegen. Im Endeffekt ist es eigentlich auch egal, wie rum du es machst. Ob du nun das oder das jetzt auch so machst. Ich glaube, das hat auch gar keinen Einfluss hier. Na gut, dann würde ich die Aufnahme auch erstmal beenden für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.